Dass diese vier kochen können, haben sie längst bewiesen. Jetzt wagen sie ein neues Abenteuer. Als Hofpraktikantinnen bei der Lecker aufs Land Hofmeisterschaft. Wenn in Obereisesheim eine himmelblaue Ape Baujahr 82 über die Felder knattert, weiß jeder, Beate Lang ist unterwegs. Wir haben auf Bio umgestellt, weil es nachhaltig ist und dazu stehe ich immer noch. Ich finde es eine gute Anbauform. Es ist einfach umweltschonender. Die letzten Kartoffeln und Möhren des Jahres stecken noch im Boden. Die anderen Landfrauen werden bei der Ernte helfen. Beate hat geschaut, ob der Zeitpunkt richtig ist. Und sind die Kartoffeln nicht schalenfest? Ja, also es geht. Man kann es machen. Kann man was machen? Es geht, ja. Ist in Ordnung. Gut. Den Gemischtbetrieb wirtschaftlich zu führen, gelingt Thomas und Beate Lang auch, weil sie früh auf Bio umgestellt haben. Während dem agrarwissenschaftlichen Studium, da waren wir mal ein Vierteljahr zusammen in Mexiko. Und da haben wir dann halt da so Erosion schon gesehen. Also das haben wir uns halt schon so Gedanken gemacht, ja, was passiert eigentlich auch global. Als die beiden 1995 den Hof von Beates Eltern übernommen haben, konnten sie beginnen, die Dinge anders zu machen. Was suchst du denn? Thomas wird die Hofpraktikantinnen mit dem Planwagen abholen. Ausnahmsweise spannt er den Traktor vor. Eins der Zugpferde ist krank. Währenddessen backt Beate für die Frauen eine Gemüsequiche. Ich bin jetzt mal wirklich gespannt auf die Landfrau. Ich freue mich ja schon richtig drauf, einfach wieder neue Leute kennenzulernen und was die so machen. Und ja, einfach vom Charakter her, wie sind die, was machen die? Und das wird bestimmt gut. Und also wirklich, ich bin jetzt echt gespannt, neugierig. Pünktlich 9 Uhr. Drei Hofpraktikantinnen steigen zu. Allesamt lecker aufs Land erprobt. So, meine Damen, fahren wir mal los? Ja, gut, gucken wir mal, wo uns Thomas hinbringt. 2013 waren dabei die Winzerin aus Rheinhessen, Alexandra Damm, und die Schwarzwälderin Brigitte Müller. Siegerin 2014, Ingrid Jauernick aus Hohenlohe, wohnt in der Nähe und kennt den Hof schon. Ich bin gespannt, was der Tag bringt. Ja. Also ich, Beate, ich kenne ja Beate, aber da gibt es vielfältige Aufgaben, glaube ich, bei Slangs für uns. Was machen wir? Ja, erzähl mal. Also ich weiß, dass sie Kartoffeln haben. Okay. Und was ganz Tolles, dass der Thomas Bier macht. Also das fällt. Ja. Das wäre mal was. Das wäre aber was für so eine Winzerin. Ja, das wäre mal was, ja. Der Wetterbericht hat zur Mittagszeit über 30 Grad angekündigt. Viel zu heiß für den Frühherbst. Wie geht's euch? Seid ihr gut angekommen? Ja, super, dein Mann hat uns perfekt hergebracht. Wie war die Fahrt? Hallo. Ja, bestens. Alexandra? Genau, schön, okay. Dass ich dich kennenlerne. Ja, finde ich ja. Hallo, hallo Ingrid. Wir genau, kennen uns wir schon, kennen gell? Schon. Hallo, ich bin hallo, Brigitte. Brigitte, ja. Also, dass ich hier auf den Hof kommen durfte, also da habe ich mich schon drauf gefreut, weil ich erst einmal dann die Beate ja auch schon gekannt habe. Und ich weiß, dass der Hof einfach toll ist. Ihr seht unsere Kühe. Mit dem kleinen Kalber der Walburga. Der Hofeinsatz beginnt mit einem Rundgang. Aber keine Angst, ausmisten müsst ihr nicht. Nicht okay. Das habe ich heute früh schon gemacht. Und auch melken, habt ihr gesehen, das machen bei uns die Kälber. Aber trotzdem seid ihr für die anstehende Arbeit hier nicht ganz passend gekleidet. Erste Station, die Freilaufstelle der Langs mit 660 Hühnern. Es sind Warren-Hühner, um genau zu sein. Die legen nur braune Eier und um die geht es. Ist ja auch so, dass so ein Ei zu legen eine ganz anstrengende Arbeit ist. Und dass die Henne dann das Ei nicht so einfach hergibt, ist auch verständlich. Jetzt zeige ich mal das kurz, wie ich es mache. Vielleicht könnt ihr es besser. Bin mal gespannt. So wie hier ist es also sehr einfach, wo die Henne bereits gelegt hat und sich schon wieder verdünnisiert hat. Hier unten wird es dann ein bisschen außergewöhnlicher. Die Hühner sitzen noch drauf, sind also entweder noch am Legen oder haben schon eine bestimmte Neigung zum Brüten. Und die Brüten sind nicht sonderlich freundlich. Und dann müssen wir einfach versuchen, ihnen trotzdem das Ei zu klauen. Und dann machen wir einfach so vorsichtig das Huhn möglichst am Kopf leicht beruhigen. Und dann lässt es mich auch drunter langen. Dann kann ich dir die Eier rauslegen. Und bitte, das Nest für dich. Und das ist dein Abteil. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Die Hof
Praktikantinnen stellen sich ihrer ersten Aufgabe. Nacheinander werden sie die Höfe und den Alltag der jeweils anderen intensiv kennenlernen. Es war schon gut, dass uns der Thomas das vorher erklärt hat, dass man das ganz liebevoll streicheln solle und dass das uns dann die Eier gibt. Und das ist ja auch richtig so. Wenn man die so schön streichelt und mit denen ein bisschen redet, und dann kann man die schon holen. Beate liebt schwäbische Hausmannskost und macht deshalb Maultaschen nach dem Rezept ihrer Großmutter. Von den landläufig bekannten Herrgottsbscheißerle weicht das Rezept allerdings ein wenig ab. Der Unterschied von meiner Maultasche zu der regulären schwäbischen Maultasche ist der, dass wir es schon immer mit Spinat gemacht haben und mit Brotwürfeln, also ohne Fleisch. Und das Einzige, was halt Fleisch ist, ist halt ist der gerauchte Bauch. Und das ist halt ein altes Rezept von meiner Oma. Maultaschen machen Arbeit. Deshalb gibt es sie nicht so oft bei Beate. Nur zu besonderen Anlässen. Für ihre Kolleginnen macht sie sich die Mühe. Im Stall beobachtet Thomas die Mensch-Tier-Kommunikation. So, und jetzt gehen wir mal raus und zählen die Eier und schauen mal nach, wie viel sie gelegt haben. 31, wunderbar. Also Kuchen gibt's. Ein Kuchen langt's auf jeden Fall. Dann stelle ich dir den wieder her. Ja, klar, danke. Dann zählen wir die nächsten. 34, 35, 37. 37. Jawohl. Wunderbar. Dann ist es überschaubar. Zwei. Ja, da waren die Hühner nicht so spendabel. 12. 17. Ich hatte wohl die nicht so beliebten Nester. Ja, die erste Aufgabe ist jetzt erfolgreich beendet. Hat gut funktioniert. Hat mir sehr gut gefallen. Ihr habt das prima gemacht. Ich würde euch alle gerne einstellen. Ich habe jede Menge Arbeit für Menschen, die ich nicht bezahlen kann. Sie haben alle drei sehr behutsam mit den Hühnern umgegangen und sind sehr verständnisvoll. Und ich denke, dass meine Hühner deswegen auch morgen wieder genügend Eier legen, weil die reagieren doch sehr empfindlich auf unterschiedliche Betreuungspersonen und Eiersammler. Für die erste Aufgabe bei der Hofmeisterschaft bekommt Ingrid 3 Punkte bzw. Eier. 2 gibt es für Brigitte und 1 für Alexandra. Zu den Maultaschen soll es nach schwäbischer Tradition Kartoffelsalat geben. Gewürzt wird dieser mit Salz und Pfeffer, gehackten Zwiebeln und warmer Brühe. Jetzt mache ich da noch ein bisschen Gemüsebrühe rein. Und jetzt muss ich's mal, ich mache es mit den Händen, weil da habe ich einfach ein besseres Gefühl wie mit so einem Löffel. Weil das darf jetzt nicht zu suppig werden. Ne? Die Kartoffel muss jetzt die Brühe noch aufnehmen, weil das Öl kommt zum Schluss. Ah, das wird schon ganz gut. Da muss so ein bisschen, vom Geräusch hört man es auch. Na, das muss so ein bisschen schlonzig sein, sagt der Schwab. Wichtig beim Kartoffelsalat ist halt, dass man die Kartoffeln, wenn sie leicht warm sind, hobelt, weil es möchte halt da immer was aus, so Kleinigkeiten. Wenn ich da jetzt zu lang warte, dann kühle die so aus und dann nehmen die ja die Brühe nicht mehr richtig auf. Und das merkt man einfach. Ne? Also das ist so, wie diese Mönche sagen, ne? Also wenn ich esse, esse ich, wenn ich gehe, gehe ich und wenn ich Kartoffelsalat mache, dann bleibe ich halt da dabei. Dann wird's gut. Fertig ist der Kartoffelsalat, wenn er schön glänzig ist, wie Beate sagt. Auf dem Feld wartet die nächste Aufgabe auf die drei neugierigen Kolleginnen. Wir machen heute Kartoffeln raus. Dann darf ich euch das mal hier kurz erklären, wie das funktionieren soll. Der Boden, der unter etwas feuchteren Bedingungen eigentlich zu Staub zerfallen würde, ist jetzt zu richtig festen Erdklumpen oder Gluten zusammengepresst, die mit hochkommen und dabei auch noch die Gefahr haben, dass sie die Kartoffeln beschädigen. Die rote Scharen des Kartoffelvollernters holen die Kartoffeln aus der Erde. Dann gilt's, beschädigte Kartoffeln und Erdklumpen, sogenannte Gluten, auszusortieren. Die Erntebedingungen sind nicht optimal. Thomas hätte am liebsten noch auf Regen gewartet.
Aber wenn er die Ernte noch länger hinauszögert, steigt die Gefahr, dass Schädlinge die Kartoffeln befallen. Man muss hochkonzentriert dabei sein, muss gucken, dass das alles passt, was man ins Körbchen macht, quasi, dass der Schmutz aller draußen ist. Die Frauen ernten heute die Sorte Linda, eine alte Sorte, die mit dem Klimawandel zu kämpfen hat. Und den Hofpraktikantinnen setzt die Hitze zu. Also, wenn man das so einen ganzen Tag macht, glaube ich, als erstes Mal wäre man heute Abend total eingestaubt gewesen. Aber das hat schon Spaß gemacht, ja. Ich meine, wir essen ja gern Kartoffeln, also müssen wir uns auch ein bisschen was dafür tun. Am Förderband fordert jede Position von den Erntehelfern eine andere Fertigkeit. Deshalb tauschen die Frauen mehrfach den Platz. Die Ingrid hat eine sehr gute Rundgeschwindigkeit und hat enorme Leistungen gezeigt im Abräumen von den groben Gluten. Die Brigitte kann sehr gut reagieren auf wechselnde Bedingungen. Kommt viel Gluten, viel Erde, kann sie sehr schnell arbeiten und überblickt auch sehr schnell, wenn weniger kommt. Und bei der Alexandra muss man einfach sagen, von Kindesbeinen an gelernt, das ist wie ein Automatismus, das läuft von alleine. Sobald da Dreck kommt, dann laufen die Finger. Eine ganz hervorragende Truppe, hat mir also ganz hervorragend gefallen. Deshalb haben sich die drei jetzt auch eine kleine Belohnung verdient. Der Happe Express ist schon unterwegs. Hallo, Mädels. Wollt ihr eine Erfrischung? Was hast du uns denn mitgebracht? Sehr gut. Eine Zitronenlimo, eine selber gemachte. Und dann gibt es noch ein Bier dazu. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch einen Radler machen. Und zwar mit selbstgebrautem Bier von Thomas. Die Kartoffeln. Genau. Zum Wohlsein. Das kam also so im richtigen Moment. Wir waren erst einmal, mussten wir den Staub ein bisschen runterspülen. Das war lecker. Oh, das war so richtig, das hat gezischt. Beate düst wieder zum Hof. Für die Frauen geht's ins Karottenfeld. Hier wird jetzt eure nächste Aufgabe auf euch warten. Wir sind ja ein kleiner Betrieb, deswegen machen wir auf jeden Fall das, was wir im Herbst brauchen, alles von Hand raus. Kommt mal mit, dann zeige ich euch, wie ich das mir vorstelle. Ich nehme immer ein ganzer Büschel am Kraut, ziehe die so raus, lege sie hin, ein bisschen abklopfen. Das ist so größenmäßig die Unterkante. Das geht auch noch. Also eigentlich nur die, die wir selber gerne kaufen würden, packen wir da rein. Unter diesen Bedingungen, die also jetzt wirklich nicht optimal zu bezeichnen sind, schätze ich ungefähr so meine Leistung auf 4 Kisten in der halben Stunde. Ich habe es mit meinen Lehrlingen immer so gehalten. Ich erwarte vielleicht 3/4 der Leistung. Entsprechend könnte ich mir vorstellen, dass euch 3 gelingen könnte in einer halben Stunde. Das lassen Sie sich nicht zweimal sagen. Ihr Ehrgeiz ist angestachelt. Also, meine Damen, los geht's! Welche Sorte Karotten Thomas auf seinen 20a anbaut, ist übrigens Betriebsgeheimnis. Nur so viel, sie sind sehr süß und geschmacksintensiv. Kartoffeln und Möhren zu ernten, ist ganz klar Arbeit. Das Tempo, was er vorgelegt hat, das schafft man wahrscheinlich, wenn man den ganzen Tag dran ist, nicht unbedingt. Also man hätte schon Gas geben. Alexandra besinnt sich auf ihr Fachwissen aus dem agrarwissenschaftlichen Studium. 4 Kisten waren gesetzt. Und dann war die Überlegung, wie kann ich das logistisch umsetzen in der Zeit. Und da habe ich dann mich der Technik bedient, des absetzigen Erntens. Heißt, erst alle Möhren rausziehen, dann bei allen das Kraut abdrehen. Für mich war es so ein übersichtliches Verfahren, mit dem ich auch ganz gut einen Arbeitsgang nach dem anderen, ohne immer wieder zu wechseln, erledigen konnte. Endspurt auf dem Karottenfeld. Und jetzt stopp! Stopp! Die Brigitte hat nahezu 4 Kisten voll. Da fehlt noch ein ganz kleines bisschen. Ist sehr sauber abgeerntet. Ja, prima. Sogar 4,5 sind das in dem Fall. Ich esse auch gern Karotten. Und wahrscheinlich hat mich das motiviert. Ja. Ja, wunderbar. Auch hier nahezu 4,5 Kisten.
Das heißt, ich darf weiter bei dir schaffen, wenn ich daheim mal nichts zu tun habe. Da haben wir überhaupt kein Problem damit. Super. Jederzeit. Ich komme total gern zu euch. Ich gehe noch mal durch die Reihen und noch mal genau nachschauen, aber ich habe einen sehr, sehr guten Eindruck gehabt von allen. Als Team muss ich sagen, habe ich jetzt hier das absolute Glück gehabt, ist mir bisher selten passiert, das optimale Team zu finden. Jede von denen hat etwas andere Qualitäten und besondere hervorragende Eigenschaften, die sich aber beispielsweise bei der Arbeit auf dem Kartoffelernter wunderbar ergänzt haben. Und auch nachher ein Team habe, das mit sich und mit seiner Arbeit zufrieden ist und am Abend sagt, von meiner Hände Arbeit kann ich leben. Eine klasse Erntebilanz. Aber was heißt das jetzt für die Frauen? Thomas vergibt die Punkte für die Karotten- und Kartoffelernte. Die Alexandra kriegt von mir 3 Punkte, weil sie auf dem Kartoffelernter einfach unschlagbar gut war und einfach von Kindesbeinen an gelernt. Und auch bei der Möhrenernte hat sie mit der neuen Erntetechnik auch wieder mich auf neue Ideen gebracht und war dort auch in der Leistung absolut vergleichbar mit den anderen. Hervorragend. Deswegen 3 Punkte für die Alexandra. Mit dem einen Punkt vom Eiersammeln kommt sie damit auf 4 Punkte. Die Brigitte hat auf dem Vollernter vor allem sehr schnell reagiert. Auf mehr und weniger Anfall, war sehr flexibel und sehr anpassungsfähig. Bei den Möhren hat sie auch eine hervorragende Leistung gezeigt, sehr gut aussortiert und auch immer noch mit Lust und Laune gearbeitet. Deswegen kriegt die von mir 2 Punkte. Damit hat sich auch Brigitte insgesamt 4 Punkte erarbeitet. Die Ingrid hat auf dem Vollernter hervorragende Arbeit geleistet, ist eine ganz tolle Arbeiterin. Auch bei der Möhrenernte hat auch Mitgefühl gezeigt, wenn die Möhre leider wegzuschmeißen ist und doch nicht verwertet werden kann. Deswegen fällt mir es auch ganz besonders schwer, dass ich ihr, weil mir nur noch ein Punkt übrig bleibt, auch diesen einen Punkt nur verleihen kann. Auch für Ingrid 4 Punkte. Gleichstand. Na Mädels, habt ihr Lust auf eine kleine Spritztour? Na klar, wenn uns ja. Mitnehmen. Ja, komm. Ja, dann gehen wir. Hallo. Dann war das natürlich toll, dass uns da unseren alter Bekannter Andreas abgeholt hat. Und wir haben uns riesig gefreut, ihn wieder zu sehen, ja. Beate will den Frauen jetzt ihre Heimat, das Neckartal nördlich von Heilbronn, zeigen. Der Bus steuert den Yachthafen von Hasmersheim an. Von hier aus geht es auf dem Wasser weiter. Herzlich willkommen. Steige so ein. Ist gut. Hallo. 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 Oh, Luft. Ach ja. Luft. Ziel. Das erste. So, jetzt kann's losgehen. Jetzt ist Entspannung angesagt. Mit Kapitän Bernd Raudenbusch und seinem ausrangierten Personenfährschiff ist Beate schon häufiger zusammen mit ihrer Familie den Neckar entlang geschippert. Das heißt jetzt nicht 3 Lokalrunde, sondern das heißt in Gottes Namen. In Gottes Namen fangen wir immer die Rundfahrt an. Und in Gottes Namen werden wir euch nachher wieder abliefern. Der Name Neckar stammt aus dem Keltischen und bedeutet wildes Wasser. Aber die Frauen sind gemütlich unterwegs. So, Mädels, wie wär's denn jetzt mal mit was zu essen? Ja, der endliche Lüftestummel ist geheiligt, was du in deiner Tasche da hast. Hey. Das ist ja schon. Also, bitte sehr. So eine Gemüsequiche gab es in Beates Familie traditionell zur Ernte. Man kann es toll aus der Hand essen, man braucht kein Messer und Gabel. Das war absolut auf den Punkt, war eine sehr gute Idee. Lange diente der Neckar als Transportweg für Holz. Auch hier kamen die Flößer auf ihrem Weg vom Schwarzwald nach Holland vorbei. Bernd, ich darf nicht mal fahren. Ja, komm. So. Okay. Wow. So, dann wollen wir mal steuern. Eigentlich kann man nur steuern, wenn man eine Echt? Mütze auf hat. Okay. Ohne Mütze geht nämlich überhaupt nichts. Dann können wir die da hinten jetzt mal erschrecken, dass die mal aufwachen. Okay. Geben wir zwar, jetzt Gas, oder? Ja, jetzt nehmen wir den Hebel und ganz nach vorne drücken. Schnell. Ja.
Der Hafen ist gleich erreicht. Und für die Frauen geht es zurück zum Hof. In der Küche wartet auf Beate der Teig für die Maultaschen nach dem Rezept ihrer Großmutter. Möglichst dünn soll man ihn ausrollen. So werden die Taschen mit der Füllung schneller gar. Ist er jedoch zu dünn, reißt er. Die Maultaschen dann kurz in siedendem Wasser ziehen lassen. Also ich nehme jetzt nochmal die Maultasche nach 5 Minuten raus aus dem siedenden Wasser, nicht kochen, sonst können die platzen. Dann ist ja die Fülle im Wasser und nicht mehr in der Maultasche. Und dann nehme ich die jetzt raus, weil die soll ein bisschen abtrocknen, weil die nachher noch in eine Rinderbrühe reinkommen. Und dann wird es mit geschmelzten Zwiebeln und Kartoffelsalat dann zum Abendessen gereicht. So, jetzt gibt's was zu essen. Aber warten wir schon sehen, links. Ja, und natürlich der Thomas. So, sicher alle Hunger. Vielen Dank. Die hat so viel geschafft hin, gell? Ja. Das ist halt so viel Essen, das schafft hin, aber auf jeden Fall. Beates Kochkünste stehen heute zwar nicht auf dem Prüfstand, aber schmecken soll es den Kolleginnen natürlich trotzdem. Ich liebe die. Also ich habe die auch daheim immer mal wieder auf dem Tisch und fand das deswegen total perfektes Essen für heute Abend. Also dann auf die Landwirtschaft. Zum Wohl. Gute Bier. Und vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Danke euch für den schönen Tag. Ja, danke. Ja. Die Aufgabe, die bei uns jetzt zu erledigen sind als Hofpraktikant, ja, die sind jetzt natürlich ganz, ganz anders. Für die nächste Station der Lecker aufs Land Hofmeisterschaft reisen die Frauen nach Hohenlohe. Auf den Schafhof von Ingrid Jauernick. Nach dem Melken wollen ihre 87 Milchschafe erstmal ins Freie. Der Traum vom eigenen Hof, der ging nicht so schnell in Erfüllung. Das hat schon eine Weile gedauert. Wir hatten ein bisschen Anfangsschwierigkeiten mit allen Genehmigungen. Aber bereut habe ich das bis jetzt noch nicht. Gut, manchmal wünscht man sich vielleicht ein bisschen mehr Freizeit, vielleicht einmal ausschlafen. Das geht natürlich nicht, weil die Schafe müssen natürlich immer versorgt werden. Die stehen an erster Stelle. Ingrid und ihr Mann Karl arbeiteten früher in anderen Berufen. Den von Karls Eltern übernommenen Hof bewirtschafteten sie nur zur Selbstversorgung. Beim Klauschneiden, das müssen wir immer zu zweit machen, weil die Tiere, das ist eine total ungewohnte Haltung, wenn die hier so liegen. Und deshalb muss man die immer so ein bisschen beruhigen. Gell? Und dann geht es. Die ersten Milchschafe schafften sie sich an, weil sie Schafskäse schon immer mochten. Seit 2009 leben sie ganz vom Schafhof. Dafür hat Ingrid 2 Jahre lang eine Ausbildung zur Hofkäserin gemacht. Die Tiere und die Arbeit, das bedeutet für mich eigentlich alles. Ich weiß auch, wenn die Tiere, wenn man die nicht gut behandelt oder nicht alle gut versorgt, dass man dann auch kein gutes Produkt kriege. Das ist einfach so ein Kreislauf, wo auch passen muss. Und nachdem muss ich meinen ganzen Tag auch einstellen eigentlich. Schafskäse haben wir immer gern gegessen, gell? Ich meine, zuerst haben wir 3 Schafe gehabt und dann hat sich das immer mehr entwickelt und das Produkt ist auch angenommen worden, wir haben es verkaufen können. Und natürlich, die Begeisterung bei mir hat sich auch immer gesteigert. Karl versorgt zusammen mit Ingrid die Tiere. Er macht Heu und Silage und steckt jeden Tag die Weidezäune um. Ingrid verarbeitet täglich bis zu 100 Liter Milch. Beim Quarkmachen bleibt Sauermolke übrig. Die kann Ingrid zum Käsen einsetzen. Die Sauermolke, die zieht die Milch zusammen. Und jetzt lässt man das noch ein paar Minuten dem Käse Zeit, sich auch zusammenzuziehen oder sich zu finden. Und dann kann ich das in Förmle abschöpfen. Wenn die morgen oben kommen, grillen wir ja. Und ich hoffe, dass die Frauen auch einen Bratkäse mögen. Ich esse wirklich jeden Tag Schafskäse. Also es fängt schon beim Frühstück an, dass wir unseren Quark essen oder unseren Frischkäse.
So zwischendrin ein Joghurt mit Gesalz und ein bisschen Haferflocken. Also für mich ist das nie zu viel. Für die Hofpraktikantinnen beginnt der Einsatz auf Ingrids Schafhof früh. Sehr früh. Um 5 Uhr morgens. Hallo, schön, dich zu sehen. Guten Morgen, Brigitte. Morgen, Ingrid. Guten Morgen, Beate. Hier ist der Karl, mein Mann, den kennt ihr ja noch nicht. Und ihr geht gleich mal in den Stall. Schauen wir mal, ob wir dich im Ansatz mal ersetzen. Zu dritt auf jeden Fall. Ja. Wir folgen dir. Also, du bringst uns einen Weg. Ja, auf geht's. Habt ihr Spaß, gell? Ja, danke. Und ja. Wir handeln die Schafe bitte. Immer. Und der Karl natürlich auch, gell? Also. Ja, meine Stimmung ist gut, bin gut aufgestanden, ich bin wach. Ich bin jetzt froh, wenn wir mal anfangen können. Und ich glaube, die Schafe auch. Also ich bin gespannt, was jetzt kommt. Und weil Schafe melken habe ich noch nicht gemacht, Ziege schon, aber vor gefühlt 30 Jahren. Mal sehen, wie es wird. So, und jetzt müssen wir das so zurückdrehen, damit die Hinde anstehen. Kann man so arretieren. Also wie gesagt, ein bisschen feucht machen. Man kann da richtig kräftig hinlangen, das macht den Schafe nichts. Im Gegenteil, wenn man so zimperlich hinlangt, dann ist das ein bisschen, meine die, da hockt eine Fliege dran oder irgendwas und dann strampfen sie. Melken kennt ihr alle, oder? Milch kriegen wir raus. Einmal, wenn man das gemacht hat, kann man das immer, gell? Das ist Fahrradfahren. Habe ich gerade sagen wollen, wie es Fahrradfahren. Karl zeigt nun den Hofpraktikantinnen, wie das Melkgeschirr angelegt wird. Ohne seid ihr dran. Wenn alle drin sind, stoppe ich die Zeit. Und dann läuft es durch. Und wenn der Melkvorgang beendet ist, dann stoppe ich wieder ab. Und dann sehen wir, welche von euch am besten und am schnellsten die Schafe gemolken hat. Okay, wer fängt an? Ich würde jetzt gerade aufhören. Ich stehe jetzt schon da. Brigitte, okay, gut. Brigitte, und los geht's. Sechs Schafe melken lautet die Aufgabe. Für Brigitte aus dem Schwarzwald ist das an sich nichts Neues. Bis ins Jahr 2000 warteten jeden Morgen 20 Milchkühe auf sie. Nicht so schrecklich. Alles gut. Ja, ich dich auch. Hallo, Brigitte, schnell. Wir kriegen das schon in 6 Minuten hin. Wir haben nichts anderes erwartet. Ja. Wenn es uns schon denkt, dass Brigitte loslegt. Ja. Doch für Melkprofi Brigitte ist es nicht so einfach. Ja, ist natürlich. Mit der Zitze ist natürlich so ein bisschen eine Sucherei, weil ich bin es gewohnt von der Milchkühe. Die haben halt ihre 4 Zitze und die hängen gerade runter. Und die von der Schafe gucken in alle Richtungen. So, stopp. Brigitte, gut hast du es gemacht. Hast schön mit ihnen geredet, glaube ich. Das ist wichtig, auch mit den Schafen zu reden. Also, super. Sechsmal lieseln am laufenden Band. So, Liesel 1. Also, es ist schon gut versteckt, gell? Das muss ich sagen. Beate, das ist halt ein bisschen wie Osterhase suchen, gell? Kann ich das sagen, ja. Aber ohne Eier. Dann kann ich gut, klappt's? Nicht so. Also, bei der geht's. Guck mal, du kannst auch mit 2 Fingern melken. Okay, ja, aber bei der geht's. Gerade so. Nicht mit der ganzen Hand, ja, so mit 2 Fingern. Ja, das Anmelken war schwieriger, als ich es gedacht hatte. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe Probleme mit dem Melkzeug, weil das so klein ist. Und dann einfach noch mal, ja, wenn das eine Melkzeug musst du dranhalten, das nächste musst du ranmachen. Und dann denkst du, wo ist jetzt wieder die Zitze gewesen? Ja? Weil die dann entweder waagrecht abstehen, nach vorne abstehen oder komplett verschieden sind. Ja, fertig! So. Gut. So, ich gehe weiter. Alexander. In der Küche bereitet Ingrid in der Zwischenzeit schon mal was für den Nachmittag vor. Nusshörnle. Den Mürbteig dafür hat sie mit Frischkäse aus Schafmilch gemacht. Die Füllung besteht aus Zucker,
gemahlenen Walnüssen, Eischnee und Sahne. Das ist einfach was, das kann man so in die Hand nehmen und geschwind essen. Und das ist nicht zu süß. Wir achten ja gerade vielleicht alle ein bisschen drauf, dass wir nicht zu viel Zucker haben. Und ich glaube, dass die Frauen die Hirndl total lecker finden. So, die nächste Runde. Und los. Stoppen wir die Zeit. Winzerin Alexandra hat schon als Jugendliche in der Landwirtschaft ihrer Eltern gemolken. Ja, ist gut so. Passt. Morgen, Mädels. Also langsam wird der Vormerkbecher voll hier. Natürlich, es gibt eine super Zeit. Na ja, ich versuche. Nur keine Hektik. Auch das Anlegen der Zitzenbecher klappt schon richtig gut. Mach das eine hin. Jetzt nimmst du mit der anderen Hand das andere. Und ich halte es fest. Ja. Magst du nein? Das ist besser, ja. Und nein ist gut. Okay. Ja, das war ein guter Tipp. Mädel, beim nächsten Mal machen wir es weniger ruckig. Na. Das lassen wir, wo es ist. So, Alexandra, gut. Alle leer. Super. Genau. So, Mädels, dank euch Mädels, lass mal für raus die Kooperation. Gell? Die Schafe müssen wir auch ein bisschen loben. Gell? Ja. Ja, die haben sich sehr gut geschlagen, finde ich. Sie waren alle gut drauf. Und ich denke mal, jetzt kann ich die Punkte verteilen. Die Brigitte, denke ich, die war die schnellste. Und hat es sehr gut gemacht. Der würde ich 3 Punkte geben. Alexandra, die hat mit den Schafe schön gesprochen und hat es auch sehr gut gemacht, war auch gut. Da gebe ich dann 2 Punkte. Die Beate genauso, kein großer Unterschied. Aber sie hat beim Vormelken ein kleines bisschen Probleme gehabt. Und von der Zeit her waren, glaube ich, alle 3 gleich fast. Und da gebe ich dann 1 Punkt. Es ist Zeit für eine Pause. Die Frauen machen einen Ausflug ins Jaxtal. Ingrid möchte ihnen zeigen, wo sie aufgewachsen ist. Ziel ist Bechlingen. Dort ist Ingrid groß geworden. Unser Badplatz ist eine kleine Insel. Ein Wehr staut hier den Fluss zu einem ruhigen Gewässer. Dann auch mal nimmer stehen. Da haben wir immer. Da hast du schwimmen gelernt. Genau, da haben wir schwimmen gelernt. Das ist der Höhepunkt des Tages. Genau, wenn wir jetzt unsere Badesache dabei hätten, könnten wir. Ja, da habe ich jetzt leider nicht dran gedacht. Aber jetzt genießen wir das Wasser einfach so ein bisschen, oder? Ja, ist das schön. Nachdem wir jetzt doch so eine tolle Wanderung hinter uns haben, ich nehme mal noch was für unsere Stärkung wieder mit. Dieses pinkfarbene Geheimnis. Ich lasse mal zuerst die Beate. Also da gibt es verschiedene. Ich nehme auch mal eins. Erstmal, bevor ich das weitergebe. Es gibt welche mit Zuckerguss und welche ohne Zuckerguss. Selber gemacht, oder? Ja, natürlich. Na klar. Ja, mal. Perfekt. Die hat es wirklich lecker gemacht. Das war eine runde Sache. Nach so einem schönen Ausflug noch mal so eine kleine süße Leckerei. Auf dem Hof in Weißlensburg werden die Frauen bereits erwartet. Schafscherer Andreas ist zur Herbstschule da. Kurze Wolle ist für die Schafe in ihrem Winterquartier angenehmer. Hallo. Wir wären wieder da. Prima, dann machen wir weiter mit dem Hofpraktikum, wo wir neue Schafe scheren. Okay. Und jeder von euch, der wird das einmal versuchen. Okay. Ihr traut uns was zu, ja, hier. Danke. Andreas schert die sensiblen Stellen für die Frauen vor. Du stehst gerade vorne, du fängst jetzt an, denke ich. Okay, gut. Hallo, Liebe. Hallo. Perfekt, macht schon das so. Dann ruhig, ganz ruhig langsam mal, du musst nicht schnell mal.
Super, gut, gut, gut. Wow. Ja, hast du schon mal was anderes gemacht wie Schafe? Nein, ich war ja noch nie Friseur. Echt? Schwör's. Das hat noch ein Kissen auf dem Kopf. Guck mal, wie ruhig die Schaflein, Andreas. Viel besser wie bei dir. Viel besser wie bei mir. Ja, ja, warte. Ich bin halt frauenhändig. Ja, ja, klar. Genau, das ist. Immer da entlang kehren, wo die Wolle schon weg ist. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich das scharf schneide, aber es geht ganz toll. Das ist so fließende Bewegungen und so, das ist eine tolle Erfahrung. Nun ist Winzerin Alexandra dran. Auch sie schert heute zum ersten Mal. Scharf runterlassen. Ja. Okay so. Das ist kein Tisch, über den man mal schert, wie mit dem Rasenmäher, sondern man muss sich den Körperkonturen anpassen. Das setzt Anatomiekenntnisse voraus und ich denke sehr viel Erfahrung. Die konnten wir jetzt noch nicht en masse sammeln, aber war ein guter Einstieg und ich weiß, dass das nicht mein letztes Schaf war. Während die Kolleginnen schwitzen, bereitet Ingrid eine kleine Erfrischung zu. Sauermilch mit Apfelkompott und Zimt. Wie vor 2 Jahren, als Ingrid schon einmal bei Lecker aufs Land dabei war, hilft Walli, der Freund ihrer Tochter Hanna. Ein eingespieltes Duo. Ganz klar verteilte Rollen haben wir nicht. Mal macht die Ingrid vielleicht das Fleisch, mal mach's ich, mal macht die Ingrid die Beilagen, mal mach's ich. Wobei wir uns, denke ich, ganz gut ergänzen. Die Ingrid hat halt viel Erfahrung, hat altbewährte Rezepte und ich versuche gerne neue Sachen, experimentiere manchmal ein bisschen. Und ich glaube, die Ergebnisse sind immer ganz ordentlich. Also Walli, ich gehe jetzt mal rüber und bringe deiner Frau die Erfrischung. Okay, ich komm bis dann gleich. Wieder. Viel Spaß. Ja, danke. So, Schubkarre. Guck mal, andersrum. Vor der Erfrischung ist Brigitte mit Scheren dran. Rückwärts einfach, wie bei Mel. Du drückst auch nicht mehr. Andreas, das ist meine. Ja. Immer weiter fliegen, 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 fliegen. Ja, ich glaube, wir machen eine Dreier-Schergruppe auf, wenn die uns nicht mehr brauchen daheim. Nehmen wir noch ein bisschen Nachhilfe, ein paar Wochen beim Andreas und dann überlegen wir, gehen wir auf Wanderschaft mit drei, oder? Magst du den kürzer? Noch kürzer? Nee, so kürzer. Ja, genau, so bisschen. Genau. Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön. Das ist immer was anderes. Einigen ich lache mal dran. Wenn ich dich davon gucke, dann denke ich immer an dich. Ja, genau. Aber nicht, dass du dadurch soziale Ausgrenzung erfährst. Nee, bei uns, da gibt es das nicht. Sollen wir mal gucken, wie es aussieht? Ja, wir stellen es mal auf, oder? Gib mal her. Gib mal her. Guck mal her, steh mal auf, Klärle. Ja, das ist das Brigitte-Gedächtnis. Ich habe mein Schaf richtig ins Herz geschlossen, mein Klärle. Ich habe derer ja auch eine schöne Frisur verpasst. Das habe ich mir im Vorfeld schon überlegt. War dann in der Umsetzung aber dann doch wirklich schwieriger. Wollte die eigentlich länger stehen lassen und über der ganze Rücken vom Hals an. Trotz allem denke ich, dass Karl und Ingrid, wenn die jetzt als mal in den Schafstall kommen, doch ab und zu noch an Lecker aufs Land denken. Also Andreas, gell, die waren alle sehr. Waren sehr gut. Sehr gut. Ganz klar, Beate. War die, die am ersten und am saubersten bis auf die Haut runtergeschert hat. Ja. Und von daher ist für mich Beate mit 3 Punkten zu bewerten. Genau, so sehe ich das auch. Dann als nächstes war die Alexandra dran. Ja, auch die hat sehr gut geschert. Ja, natürlich. Aber 2 Punkte. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Und da ja Brigitte einen Irokese gemacht hat und da etwas Wolle stehen gelassen hat, dass er einem Schafscherer nichts wahr gefällt. Ja. Wenn da Wolle steht, Wolle muss weg nach dem Scheren. Ja, ich sehe es ein bisschen anders, aber okay. Dann geben wir der Brigitte dann einen Punkt. Jawohl. Okay? Ja. Damit hat jede der Landfrauen 4 Punkte ergattert. Darauf erst mal einen kräftigen Schluck. Ja, muss ich dich aber noch mal fragen, ist das Buttermilch? Oder Sauermilch. Sauermilch, was heißt das? Ich immer vom Schaf. Ja, also das ist Milch und da kommen einfach die Sauermilchkulturen rein. Ja. Und dann bleibt es einen Tag bei Zimmertemperatur stehen. Und bis es liegt. Ja,
Genau, und dann kannst du trinken. Okay. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf die geschorene Schafe. Ja. Ich liebe sowas. Das ist genau mein Geschmack. Gut noch kriegt. Stimmt, super. Genau. Das ist eine halbe Mahlzeit. Ja. Ja. Ja, ist so. Was total Gesundes und super lecker. Du isst keinen Unfug. Du hast was Gescheites im Magen. Die, so das Zimt und also ganz lecker. Haben wir uns verdient, gell? Genau. Ja. Ich gehe jetzt mal heim und richte noch eine Kleinigkeit fürs Abendessen nachher, ja? Okay. Ich wünsche euch... Da werden wir dich nicht aufhalten. Ja, ja, das denke ich mir. Ich hoffe, dass ihr in Mords Hunger habt. Ja, klar. Gut, also dann... Okay. Also, bis gleich. Ja, bis gleich. Bis denn. Die Jauernicks möchten mit ihren Hofpraktikantinnen grillen. Und sie haben Glück. Die Temperaturen Ende September sind noch warm. Und man kann im Freien den Tag ausklingen lassen. Entweder sind die Spieße für mich zu groß oder so. Die Fleischspieße sind fertig. Dann könnten wir jetzt mit dem Grillen eigentlich anfangen. Ja, guck schon, ist meine auch so gut? Ja, ist gut. Okay. Ja. Und Brot hast du schon versorgt? Ach so, die Brotspieße brauchen wir auch noch. Walli. Ja, dann aber machen wir die schnell und dann ja, geht's aber los. Komm, die Frau hat sicher Hunger. So. Das ist ja schön aufgegangen. So. Haben wir jetzt eigentlich alles vorbereitet? Ja, das war jetzt okay. Das Letzte. Gut, dann können wir das jetzt nehmen und nehmen gerne. Genau. Gut, dann bringen wir alles rüber. Gut. Siehst du, wer da kommt? Oh, das ist ja spektakulär. Hallo? Hallo. So. So eine unglaublich gute Idee, diese langen Spieße. Also die Idee klaue ich ihr, das weiß ich jetzt schon. Dann stoßen wir auf die. Zum Wohl. Ja, zum Wohl, ja. Die ihr heute so liebevoll behandelt habt. Ja. So lässt sich das Praktikantenleben sehr aushalten, gut, oder? Auf dem Schafhof wird oft gegrillt. Deshalb sind Ingrid und Walli auch im Umgang mit Kohle und Grillspieß geübt. Wow. So. Sehr gut. Sehr schmeckt. Der erste Fleischspieß ist schon fertig. Und dazu Wallis Weißlensburger Knüppelbrot. Langsam, Brigitte. Also das Brot ist wirklich hervorragend. Schöne Kruste und so schön aufgedreht. So, hier haben wir jetzt unseren Schäferspieß zum Brot. Das sieht ja gut aus. Der sieht nicht nur gut aus. Ich bin dran, der riecht. Oh ja. Ja, soll ich mal ein bisschen rüber richtig. Ja, dann gib mal eure Trelle. Genau. Ja, ich zuerst. Na ja, klar, natürlich. Wenn man ganz vorne dort sitzt, komm, jetzt geht das schön. Ich mach die Gemüse auch da rein. Ich halte es. Ich halte es. Mach mal runter, warum noch stellen wir uns ein bisschen. Du hast? Ja, danke. Also das Fleisch ist unfertig, unglaublich zart. Also das war wirklich super Idee, uns den Abend noch so toll beenden zu lassen. Ja. In dem Ambiente und dann mit dem Essen, das ist also ganz toll. Okay, ja. Also das Hofpraktikumstelle können wir empfehlen. Bei dieser Station der Lecker aufs Land Hofmeisterschaft haben die Frauen viel über Schafhaltung gelernt. Nun geht es nach Rheinhessen. Genauer gesagt nach Gundersheim, auf das Weingut von Alexandra Damm. Hier baut sie mit Hingabe Weiß- und Rotweine aus. Weine zu kreieren, das macht für mich aus, die ganze Persönlichkeit in den Wein mit einbringen zu können. Dass es jedes Jahr anders ist, dass die Natur einem was an die Hand gibt, was man dann mit Können und ganz viel Gespür und persönlichem Enthusiasmus zu einem schönen Produkt entwickelt. Also das finde ich einfach klasse. Wein ist edel, ist elegant, hat einen unheimlichen Ausdruck. Und es ist jedes Jahr eine neue Herausforderung. Insofern, das kann einfach nicht langweilig werden. Mit ihrem Mann Andreas bewirtschaftet Alexandra 15 Hektar Rebfläche. Bei der Lese ist jede Unterstützung willkommen. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum sich die Winzerin auf ihre Hofpraktikantinnen freut.
Ich finde es total klasse, diesmal nicht die kochende Gastgeberin zu sein, sondern dass Kolleginnen kommen, dass wir wirklich gemeinsam unseren Betrieb kennenlernen, dass sie mal reinschauen können, was wir tun, wie unser Alltag aussieht und vor allen Dingen, dass mein Alltag nicht nur Kochen ist, sondern dass der sehr vielfältig ist, so wie bei den anderen Frauen auch. Ursula und Hans-Jörg, die Eltern von Andreas, sind beide im Ruhestand. Im Betrieb helfen sie gerne mit. Hi, Eltern. Hi, grüße euch. Verstärkung ist da. So. Aber wir sind ja fast. Ja, Andreas und ich marschieren jetzt eigentlich schon so 30 Jahre zusammen. Wir haben uns direkt nach dem Abi kennengelernt und wir hatten das Glück, in einem Weingut eine ganz tolle Wohnung zu finden. Und da hat uns so peu à peu der Virus befallen. Ohne Alexandra hätte ich es mich nicht getraut. Also das war eine gemeinsame Entscheidung. Wir haben es nicht bereut. Wir sind immer noch zusammen, wir haben uns immer noch gern. Und also ich würde den ganzen Weg genauso wieder gehen. Vor 16 Jahren haben Alexandra und Andreas das Weingut übernommen. Seitdem entwickeln sie es behutsam weiter, durch neue Rebsorten und den Ausbau in Barrikfässern. Für Andreas wird es Zeit, die drei Hofpraktikantinnen abzuholen. Guten Morgen! Alles klar? Hi, wir kennen uns. Grüß dich, hallo. Schön, euch hier zu haben. Hallo. Schön. Hallo, hi. Ich Moin. Bin die Ingrid. Andreas. Hi, hallo. Hallo. Willkommen im Gut. schönen Gundersheim. Ja. Wir sind mitten in der Lese. Das heißt, hast du Arbeit für uns? Ja. Eine Menge. Okay. Wir können euch brauchen. Ich war tierisch gespannt, ob wir in die Lese dürfen, weil ich wünsche mir das eigentlich schon seit vielen Jahren, dass ich irgendwann mal da mithelfen darf. Bevor es für die Frauen gleich raus in den Wingert geht, macht Andreas noch einen Zwischenstopp auf dem Weingut. Hallo. Servus. Brigitte, meine Liebe. Oh, schön. Alles gut bei dir. Hi, Alex. Ja. Alles in Ordnung. Ja, super. Alex, schön. Ganz toll. Ja, einfach. Ihr dürft mit dem Andreas und der Weinlesefamilie raus. Ja, gut. Dann ab zur Lagebesprechung. Wir treffen uns später. Wir freuen uns schon drauf. Alles klar. Bis dann. Ja, macht's gut. Ja, bis dann. Ja, ciao. Alex. Die Weinlesefamilie, wie Alexandra sagt, ist eine bunte Truppe. Nachbarn, Freunde und Mitarbeiter helfen zusammen. Auch Kunden kommen gerne, um bei der Lese mitzuarbeiten. An Lesetagen kocht Alexandra oft zusammen mit Schwiegermutter Ursula für die Mitarbeiter. Exklusiv für die Hofpraktikantinnen gibt es am Abend Backesgrumbeeren, ein typisch rheinhessisches Kartoffelgericht. Und an Tagen wie heute sehr praktisch. Backesgrumbeeren sind Kartoffeln mit Fleisch und Zwiebeln in einer Auflaufform gebacken. Und zwar, das kommt daher, früher, die Frauen waren auf dem Feld draußen, mussten arbeiten. Samstags beim Bäcker wurde eingeheizt, Brot gebacken. Und mit der Restwärme konnten die mitgebrachten Backesgrumbeeren noch durchgebacken werden. Und wenn die fertig waren, war auch meistens die Arbeit auf dem Feld soweit. Dann hat man es abgeholt und dann hat die Familie was auf dem Tisch gehabt. Alexandra hat das traditionelle Rezept abgewandelt. Sie nimmt Rindergulasch anstelle von Schweinefleisch. Ja, das Schöne an Backesgrumbeeren ist, dass man sie so einfach vorbereiten kann, so schnell einfach schichten. Eine Schicht Fleisch, Schicht Gewürze, Zwiebeln drauf, Kartoffeln und das Allerwichtigste, den Wein. Und davon recht viel. Man muss ein bisschen schauen, dass ungefähr bis hierhin die Flüssigkeit steht. Weil da verdunstet während der 3-4 Stunden schon einiges. So. Und jetzt kommt der Clou, Zimt. Der gibt dem Ganzen ein ganz tolles Aroma. Und jetzt 3-4 Stunden in den Ofen damit. Der Winzerkonvoi hat mittlerweile das Ziel erreicht. Alle Praxis waren. Ich würde euch auch das Türchen aufmachen. Ah, nee, das brauchst du nicht. Genau. Nee, dann würde ich sagen, kommt gerade mit. Ja. Dann gehen wir an die Trauben und dann zeige ich euch auch, um was es geht, was wir machen. Auf dem Plan steht heute die seltene Sorte, früher roter Malvasia. Das sind dann die Reifen und die sind noch zu grün. Die werden jetzt, ich hoffe, in 1 oder 2 Wochen werden die noch nachgereift sein. Die werden wir dann mitnehmen. Und die lasst ihr hängen, diese Trauben.
Wichtig ist eigentlich bei den Faulen, ihr könnt den gesunden Teil in die Eimer schneiden, aber was edelfaul ist auf dem Boden, die wollen wir in dem Fall nicht haben. Genau. Nicht, dass wir da ein ganze Weih dann versauen. Davon das ist schlimm. So, ihr seid alle aus der Landwirtschaft. Ich bin mir absolut sicher, das geht nicht schief. Das wird wunderbar klappen. Jede bekommt eine eigene Reihe. Und dann würde ich sagen, wird ernst und los geht's. Okay. Für eine Strecke von 15 Metern haben die Frauen 10 Minuten Zeit. Das sieht man überhaupt nicht, wie die hängt. Was ich mir so eigentlich nicht vorgestellt habe, ist einfach, dass die Rebe sich manchmal so richtig um den Draht rumwinden oder dass die sich im Rebstock total winden. Da muss man richtig suchen, wo man die jetzt abschneiden kann. Brigitte hilft heute zum ersten Mal bei der Lese. Ingrid hingegen hat schon Erfahrung. Ob ihr das einen Vorteil bringt, wird sich zeigen. Hier sind die Weinberge sehr eben. Wo ich herkomme, habe ich auch schon geholfen. Und da sind die Weinberge etwas steiler. Da muss man dann manchmal seinen Arm schon ein bisschen mit dem Fuß heben, dass er nicht umfällt. Was die Auslese der unreifen und faulen Trauben betrifft, die Selektion, wie der Winzer sagt, ist Beate sehr gewissenhaft. Es ist unheimlich Ehrgeiz dabei. Es ist spannend für mich zu beobachten. Also wenn wir in dem Tempo lesen, dann sind wir wahrscheinlich doppelt so schnell wie normalerweise. In Deutschland wird die seltene Rebsorte nur noch in Rheinhessen angebaut. Im Mittelalter war sie mal sehr beliebt. Auch Martin Luther soll gern Malvasier getrunken haben. Ich habe mir schon irgendwie gedacht, dass das vielleicht ein bisschen jetzt anspruchsvoller wird, sage ich mal vom Lesen her. Und dass man halt selektieren musste, dass man die Grüne hängen lassen sollte und dann die Rote nur nehmen. Und dann ist halt immer diese Zwischenphase, nicht? Was ist jetzt schon richtig rot, wo sind noch so halbgrüne, was lässt man hängen, was nimmt man jetzt mit. Und dann muss halt schnell entscheiden, nicht? Also dass dann halt da was in der Eimer kriegst. Ich habe einen Haufen Grüne, gell? Bei mir waren die Menge nicht stimmen. Das passt schon. Guck mal nachher. So, gleich habt ihr es geschafft. Und stopp! Ich weiß, ganz einfach, es ist nicht mehr Malvasier. Aber das ganz Einfache, das wäre ja nichts für euch. Ja, ja, genau. Wir lieben die Herausforderung. Es hat echt Spaß gemacht. Ich denke, wir sind sowieso relativ nah beieinander alle. Und ja. Wir können alle anpacken, das passt schon. Dann ab auf die Waage damit. So, Lauren, wie viel Kilo sind's? 58 Kilogramm. 58 Kilogramm, gut. Viel zu ernten war das Ziel des Wettbewerbs, mit dem die Hofpraktikantinnen eine typische Winzerarbeit kennenlernen sollten. Den Ausschuss zieht Andreas ab. Brigitte war sehr dynamisch. Man hat gesehen, am Anfang war sie noch ein bisschen unsicher, wie sie agieren soll. Wie sie die Trauben, die hängen ja zum Teil arg in den Drähten drin, aber ist dann auch immer schneller geworden. Ingrid ist unheimlich ehrgeizig, hat sehr, sehr schnell mit einer sehr hohen Konzentration gelesen. Wir würden jetzt sagen, die hat richtig Feuer, die Ingrid. Ingrid hat zwar am meisten Ausschuss produziert, aber es geht ja um die Gesamtmenge. Beate hat sehr exakt gearbeitet, war vielleicht dadurch ein Tick langsamer. Leseergebnis perfekt. Die anderen beiden waren ein bisschen schneller noch, aber waren natürlich auch ein paar Trauben, die ich persönlich jetzt noch hätte hängen lassen. Ingrid hat 71 Kilo gelesen, davon muss man 2 Kilo abziehen, bekommt dadurch 3 Punkte. 2 Punkte bekommt die Brigitte, bei der wir nur eine Traube rausnehmen mussten. Dadurch sind es 64 Kilo. Und leider nur einen Punkt für die Beate, die am exaktesten gelesen hat, aber dadurch nur 58 Kilo hat. Bevor es mit dem Hofpraktikum weitergeht, lädt Alexandra zu einer Tour mit dem E-Bike ein. Das Mountainbiken ist im Moment mein absoluter Lieblingsfreizeitspaß. Das verbinde ich auch teilweise wirklich mit der Arbeit. Ich kontrolliere die Weinberge, ich kann da überall mit hoch und runter fahren. Ja, es ist eine tolle Kombi, sich zu bewegen, Spaß zu haben, Zeit für sich zu haben und einfach mal Gas zu geben. Mädels, seid ihr fertig? Seid ihr bereit? Ja. Dann fahren wir los. Gib Gummi.
Die E-Mountainbike-Tour, die war genial. Also die war einfach erste Sahne. Weil das, ja gut, ich bin seit Jahren Mountainbikerin, aber eben ohne E-Bike. Also das ist einfach ein riesen Unterschied, weil da den Berg hochkommst, ohne dass du auf die Zunge tappst. Ist genial. Etwas außerhalb von Gundersheim liegt der sogenannte Rosengarten, ein ehemaliger Kalksteinbruch. Bis in die 50er Jahre wurde hier Kalk abgebaut. Seit 1978 steht das Gelände unter Naturschutz. Das hätte ich jetzt hier nicht erwartet, nach dem sanfte, hügelige Gelände, dass man dann nochmal so einen Einschnitt hat mit diesem Kalksteinbruch und diese ganze Flora, Fauna. Also die haben hier wirklich ein Kleinod. Hat mir gut gefallen. Wir waren ja mal ein großes Binnenmeer hier in Rheinhessen im Tertiär. So, ja. Echt? Naja, aber es ist so ungefähr so 25 Millionen Jahre her. Wir finden hier noch auch an den Brandungsriffen Haifischzähne. Also unfassbar. Man denkt nicht, dass es sowas gibt. Ja. Und stehen wir praktisch fast auf Meeresgrund. Ja, im Prinzip ja. Die Alex hat uns dann da durchgeführt. Gell? Man hat ja gerade gedacht, die ist jetzt irgendwie vom BUND, dem das gehört. Also das war richtig gut, ist sehr gut informiert. Wusste viel Bescheid, man konnte da was fragen. Ist für mich auch immer wichtig, wenn ich wo bin und ich kriege dann eine gescheite Antwort. Auf dem Weingut bereitet Andreas alles für die Weinanalyse vor. Die nächste Hofaufgabe. Und schönen Ausflug gehabt? Ja, das war toll. Alles klar. Ja, ich hätte noch ein bisschen Arbeit für euch. Jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln, oder? Ein bisschen, ja. Okay. Alle zwei Tage gehen wir durch den Betrieb, untersuchen alle Weine, dass wir einfach wissen, wo wir im Laufe der Gärung stehen, wie der Gärverlauf ist, wie die Säurestruktur ist. Wir brauchen diese Basiswerte. Ihr seht, die Flüssigkeit ist unten drin, an die müssen wir drankommen. Und das machen wir dann immer so, wir nehmen ein Sieb, gehen einfach, wenn es ein bisschen flüssig ist, rein, halten uns ein Glas drunter und lassen dann einfach reinlaufen. Und das machen wir zwei, drei Mal, bis kurz unterm Knie. Wer will zuerst? Wenn ich da was halten soll, muss es sagen. Seit 7 Tagen gärt im Bottich Traubenmost der Rebsorte St. Laurent, einer alten Sorte aus der Burgunderfamilie. Wenn man Praktikum macht, ist man immer froh, wenn man jemanden hat, der viel Geduld mit einem hat und das unter Umständen auch zweimal erklären muss oder dreimal erklären muss. Das war toll, wie er das gemacht hat. Dann würde ich sagen, nimmt jede ihre Proben mit von euch. Ja, ja, und dann gehen wir den mal untersuchen. Ja, alles klar. Gut. Komm gerade mit. Ja. Sind wir mal gespannt auf dein Labor. Genau. Erwartet nicht so viel. Ganz was Einfaches. Auch weiße Kittel? Nein. Während sich Andreas um die Hofpraktikantinnen kümmert, holt Alexandra die restlichen Lesebehälter aus dem Wingert. Dieses Jahr rechnen Alexandra und Andreas mit einer sehr guten Qualität. Der Jahresbeginn war mit viel Feuchtigkeit und Kälte zwar problematisch, aber das haben die warmen Temperaturen im Herbst wieder wettgemacht. So, dann sind wir bei uns im Barriquelager. Und hier werden wir jetzt, oder in dem Fall ihr, den Wein untersuchen. Und zwar haben jetzt zwei Untersuchungen. Das eine ist die Restzuckerbestimmung. Das machen wir als erstes. Dafür braucht ihr, jede von euch, diesen Standzylinder und dann die Mostwaage, die Öxlewaage. Hier hilft es, wenn man naturwissenschaftlich begabt ist. In Chemie zum Beispiel. Also in der Schule waren eher gut Bio, Musik, Deutsch. Ja, dann andere noch Fächer, aber Chemie natürlich nicht. Ich war immer gut in Chemie. Ich habe Chemie geliebt. Wenn es Puff, Paff, Ping, Peng gemacht hat. Und Formeln habe ich toll gefunden. Als erstes müssen die Frauen das Mostgewicht ablesen. Die Öxlewaage zeigt den Wert. Daraus lässt sich mit Hilfe einer Formel der Restzucker bestimmen. 7 Grad Öxle. Dieser Wert ist bei allen Frauen gleich. Umrechnungsfaktor ist die Grad Öxle plus 5 mal 2,2. Das Ergebnis ist ein Hinweis darauf, wie viel Zucker bereits zu Alkohol vergoren ist. Nee, die sind gerade die Gradöxle. Die Gradöxle, die ihr jetzt gemessen habt. Die wir besser hin. 7. Also 7, genau. Plus 5. Ja, plus 5 mal 2,2. Genau. Mal 5. Dann zeigt mal, was ihr rausbekommen habt.
26,4. Das ist wie in der Schule, aber wunderbar. Also einwandfrei. Beim Rechnen hat es einen Moment gedauert, muss man natürlich fairerweise sagen, die Formel ist nicht ganz einfach, dann ist natürlich auch Zeitdruck da, aber sie hatten alle drei das richtige Ergebnis raus. Im zweiten Durchgang untersuchen wir den Säuregehalt des Rotweines, der Sacklauen in dem Fall. Und für uns ist es wichtig zu wissen, wo wir an der Säure stehen, ändert sie sich in der Gärung oder nicht, dass wir da entsprechend eingreifen können oder überwachen können, wenn irgendwas also nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Um den Säuregehalt bestimmen zu können, müssen die Frauen den Traubenmost zunächst filtrieren. Die sieht schon richtig gut aus, die Farbe. Ich habe halt mal pipettiert, habe ich schon. Und von dem her gesehen, war das jetzt mal spannend, ob wir das noch nachbringen. Oh. Wir müssen dann gleich Rivern rauslassen, jetzt. Die Frauen fügen dem Traubenmost Lauge zu, bis der pH-Wert 7, der Neutralwert, erreicht ist. Die Menge der dafür benötigten Lauge verweist dann auf den Säuregehalt. Achtung! Noch ein Tropfen. Hast du noch einmal einen Tropfen? Nein? Ja. Das ist ziemlich windig. Langsam stoppen. Achtung! Jawohl. Okay. Gut. Hey. Ja, perfekt. Mir hat es gefallen. Ich hätte aber was anderes erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, wir müssen vielleicht jetzt Flasche etikettieren oder irgendwie sowas. Als nächste Brigitte. Genau, und immer wieder so einen Spritzer reinmachen und wieder rühren. Hm. Ich habe das am Anfang gar nicht geschnallt, wo man dann ablesen muss und was das soll. Ja, es muss ja genau sein, oder? Ja, jetzt hast du es verpasst. Ist knapp drüber, aber trotzdem hervorragend gemacht. Als letzte muss Ingrid die 7 treffen. Chemie ist jetzt auch nicht mein Lieblingsfach. Ich finde es faszinierend, aber meins ist es nicht. Dafür scheint Ingrid aber ein gutes Fingerspitzengefühl zu haben. Yes. So, okay, Volltreffer. Die haben das alle drei hervorragend gemacht, dass ich eigentlich sagen müsste, normalerweise hätten alle drei den ersten Platz verdient. Okay, Laborpraktikum bestanden, ihr wart klasse. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher beim Essen. Ja, war schon ein guter Lehrmeister. Ja, Dankeschön. Wir sind zufrieden mit ihr. Alles sehr klar. Geduldig. Gut. Bei der zweiten Hofaufgabe bekommt die Ingrid 3 Punkte. Sie war diejenige, die den pH 7 exakt getroffen hat, was sehr schwierig ist. 2 Punkte bekommt dann die Beate. Und den dritten Platz, also einen Punkt, bekommt dann die Brigitte. Zeit für den gemütlichen Teil, das Winzerabendessen. Ah, wir machen mal einen Platz hier. Ja, Platz. Ist er schon drüber? Ja. Zimt. Kaka, weißt du denn das? Das riecht man. Stimmt. Gebt mal einen kurzen Moment, ja. Ihr seid in einem Weingut. Und ohne Wein, das geht einfach nicht. Ja. Leere Gläser, das gehört nicht. Soll ich dir das? Das geht so. Gut, vielen Dank. Also bei der Alexandra und beim Andreas merkt man das, finde ich total, dass die mit Wein einfach, oder das nicht nur der Wein, einfach auch die Rebe, man muss ja alles mögen. Und wenn Alexandra am Erklär ist, da sprudelt es ja nur aus ihr so raus. Und ich denke, die haben das richtig gefunden, ihr Leben so. Also das ist wirklich toll. Guten Appetit. Guten Appetit. So ein typisch rheinhessisches Essen mit Kartoffeln, Rindfleisch und Zwiebeln. Und das werde ich auch mal machen, weil das ist einfach genial. Liegt alles zusammen roh in der Ofen und dann einfach backen. Und man hat einfach so ein gutes Essen. Ja. So, Kartoffeln mit Zimt habe ich jetzt auch noch nie gegessen. Aber das war lecker, ja. Habt ihr Lust, noch mal ein paar Tage zu bleiben? Ja, klar, kannst du eine super Idee. Rufen wir daheim an und fragen. Ich schreibe euch Entschuldigungen. Ja. Ja. Müssen wir die dann für die Eltern nur noch schreiben? Wir sind dann sozusagen die Unterschreiber. Nö, das wäre klasse. Also, die nächsten 2 Wochen, denke ich, wird es noch richtig rund gehen. Hättest keine Angst um deinen Wein? Genau das Gegenteil. Der wird noch ein bisschen besser. Okay. Das hat so gut geklappt. Und das nach einem halben Tag.
Ich habe heute einfach auch so ein bisschen anderer Blick gekriegt für den Winzer, weil ich gesehen habe, was der Andreas alles untersucht, was da alles irgendwo dahinter steckt. Das muss man sich, denke ich, dann auch reinziehen, wenn man so ein Gläschen Wein im Glas hat und genießt am Abend bei Kerzenschein. Ja, also hat richtig Spaß gemacht. Doch. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Einen Einsatz haben die Frauen noch vor sich, auf dem Rammsteiner Hof im Schwarzwald. Auch hier warten noch mal spannende Aufgaben, und zwar bei Brigitte Müller. So ein paar Highlights waren ganz sicher die Weinlese für mich oder das Schafscheren. Wobei ich es auch bei der Beate echt interessant fand, auf dem Kartoffelvollernter zu stehen. Und morgen bei uns müssen sie erst mal gucken, dass sie sich beweisen hier. In der Backstube gucken, wie schnell das sie sind, mit dem Brot ausstechen. Die 16 Mastrinder der Müllers waren seit dem Frühjahr auf der Weide. Jetzt kommen die Tiere ins Winterquartier. Auf jetzt. Die Herde soll zukünftig aus reinrassigen Limousin-Rindern bestehen. Derzeit sind noch Kreuzungen aus Limousin und Vorderwäldern darunter. Auf jetzt, hopp! Also ich finde, die Tiere gehören einfach zur Offenhaltung der Landschaft noch ein Stück weit bei uns dazu. Von der Rentabilität braucht man sie eigentlich nicht mehr, ganz klar, weil unterm Strich ist das eigentlich Hobby. Für Uli sind sie aber auch ein großes Stück Tradition. Seit 1560 ist der Hof im Besitz seiner Familie. Ich bin schon früh mit dem Hof konfrontiert worden, weil ich einziger Sohn war. Und von da hat sich für mich eigentlich nie eine andere Frage gestellt. Ich habe riesen Spaß dran, ich mache das mit Herzblut. Habe eine Frau verwischt, wo einfach dazu passt, wo genauso Lust hat wie ich. Und da kann man eigentlich einiges bewegen und ich finde es toll. Herzstück des Hofs ist das Backhäusle. An 6 Tagen der Woche backen Uli und Brigitte hier Holzofenbrot und Weckle. Für sich selbst und die Hofläden in der Umgebung. Der Brotteig entsteht nach einem alten Familienrezept. Er enthält Roggen- und Weizenmehl, Hefe, Salz und reines Quellwasser. Ist jetzt sicher toll, eine Herausforderung mit 3 so taffen Frauen hier das Brotbacken ein bisschen gemeinsam zu machen. Ich denke, das sind alle Bäuerinnen, die stehen ja mit beiden Beinen mit im Leben. Aus einer früheren Lecker-aufs-Land-Staffel kennt Alexandra den Rammsteiner Hof. Nun ist sie mit Ingrid und Beate auf dem Weg. Ich habe mich gerade auf heute sehr gefreut, weil das viele Erinnerungen von vor 3 Jahren zurückbringt. Und auch so, wir sind halt zusammengewachsen. Und da ist es irgendwie, ja, man besucht eine gute Freundin. Sofort auf Anhieb. Klasse. Hey, hallo, Brigitte. Schön, habt ihr es hier. Herzlich super. Willkommen. Klasse, ja. Hallo, danke. Brigitte. Hallo, Ingrid. Wir hatten ja eine gute Führerin. Ja, das hoffe ich. Ja, 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 den Weg noch weiter. Ja, sicher. Ja, da grüß dich. Schön. Und schön. Hast du uns ein paar Mal gefunden? Ja, sofort. Sofort. Das vergisst man nicht, den Weg zu euch. Ja, schön. Also ja. Nachts können Sie fahren. Hallo, grüß dich, ich bin der Uli. Hallo, ich bin Beate. Schön. Hallo, ich bin die Ingrid. Hallo, ich bin der Uli. Schön. So. Ja, jetzt lernen wir dich auch mal kennen. Ja, ja, ich bin schon ganz gespannt auf euch, gell? Ich meine, Brigitte hat das viel erzählt, nicht? Von euren Betrieben. Ja, jetzt müssen wir ja hier noch schaffen, ne? Ja, ich habe für euch schon richtig was eingeheizt. Oh, okay. Also wir können dann richtig loslegen. Dann nehme ich euch mit zum Umziehen. Na, die Garli, das macht ihr schön. Also, geh noch mit. Ja, ja. Also, bis gleich, gell? Ja, bis gleich. Ciao. Hallo, ja. Das ging ja schnell. So, die Aufgabe ist, dass ja jeder 5 Brote backt. Kilo und 5 Brote 500 Gramm. Ich zeige das einmal an der Waage, wie viel das ist. Und dann müsst ihr das machen ohne Waage. Und derjenige, der natürlich am nächsten dran ist, der hat die Aufgabe gewonnen. Ja? Und natürlich die Zeit. Ach, ja, dann auch noch am schnellsten. Da gibt es ein ganz ausgeklügeltes System, ja, das ich euch noch nicht sage. Das sage ich euch natürlich nicht. Ja. Und wer natürlich dann die Beste war, der hat gewonnen. Ah, ja. Ja. So, das haben wir jetzt 1 Kilo. Dann wird das hier
Schön gewirkt. Mhm. Ja. Und fertig. Und fertig. Einfach die Atmosphäre, wie das da drin ist, das Warme und so ein bisschen mit dem Mehl rumwerkeln, das ist schon was Schönes. Damit sie das Gewicht richtig schätzen können, dürfen die Frauen beide Brotgrößen ausgiebig befühlen. Auf die Plätze, fertig, los! Geht ja bis Brotbacken. Ja, ihr seid richtig flott, so richtig flott unterwegs. Willst du uns einstellen? Ja, du, also wir suchen sowieso gerade jemanden, der uns hilft. Das wäre doch was. Hey, ja, aber dann hätte ich gerne eine Wohnung bei euch, gell? Ja. Also wenn ich schon hier helfe, möchte ich auch bei euch Gast sein. Das Ding da geht kaputt. Oh je, das geht natürlich, Minuspunkte, gell? Das. Wenn man dann den Teig so wirkt und dann muss man ungefähr wissen, okay, hast du jetzt ein Kilo oder hast du 500 Gramm? Und, aber das hat mir Spaß gemacht. Ja, das war für mich eigentlich eher so, das ist mir von der Hand gelaufen, das war gut. Fertig? Oh, Beate, du bringst uns aber saumäßig unter Druck, ey. Also, ich muss sagen, den einen oder anderen können wir noch ein bisschen besser in Form bringen. Ja, ja, das ist natürlich auch dem Zeitdruck geschuldet, das ist klar. Ja. Im Schönheitswettbewerb würde sie durchfallen. Ja gut, das ist immer die Frage der Kreativität, nicht? Heute ist ja Kreativität. Die inneren Werte zählen. Genau. Und, Kunst am Backwerk. Genau. Ja, und man sieht erst, wenn es rauskommt, was wirklich draus geworden ist. Dann machst du mir ja Hoffnung. Vor dem Backen markiert Uli die Laibe der Frauen, damit er hinterher weiß, wer welches Brot gemacht hat. So. Mädels, wie geht's? Danke, gut. Hast du geschafft? Ja, wir sind fertig. Der Ofenschlupfer ist gerade noch der Ofenschlupfer drin. Was hast du denn damit gemacht? Sieht gut, ich habe euch da Speckwickli mitgebracht. Die sehen aber gut aus, schön. Und dann schnell rein in den Ofen. Genau. So, jetzt können wir mal anfangen. Kommt. Okay, Beate, fangst du an mit deinen Brote. Dann legst du sie drauf. Aber das muss jetzt schnell gehen, nicht? Zackig. Prima, nächste Dame. Gut. Ihr seid richtig flott unterwegs, das ist echt gut. Also ich mache selber Hefekranz und so, und dann habe ich das schon ein bisschen im Kühl. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Gewicht hingekommen ist, weil wir ja nur fühlen konnten, ne? Nicht wiegen. So, Uli, jetzt meine Speckwege. Ja, natürlich, komm. Du hast gerade mal gemacht. Kannst alle drauflegen, ist echt gut. Und rein damit. Eine Stunde backen die Kilo und eine Dreiviertelstunde die Pfundbrote. So, Mädels, jetzt haben wir es geschafft. Vielen Dank. Und gut, jetzt habe ich eine Überraschung für euch. Geht noch mit? Ziehen wir uns um? Überraschung ist immer gut. Überraschung ist immer gut. Machen wir uns schön. Das war super. Oh, guck mal, der Andreas ist schon da. Bleib sitzen, wir können allein einsteigen. Ja, machen wir heute. Ihr kennt den Weg, okay. Ja. In deinem Alter brauchst du nicht mehr so. Hi. Grüß dich. Ja, Inge. Ja. Habt ihr die Speckwäckli noch? Oh, vielen Dank. Gell? Sind sie gut geworden? Ah, oh, die sind ganz toll. Ihr werdet begeistert sein. Dankeschön. Euch eine gute Fahrt, gell? Danke. Viel Spaß. Schön. Magst du zu hoch? Geht es? Ja, kann ich machen, klar. Danke. Für uns magst du doch alles, oder? Ah, hallo. Andreas, pass auf die Mädels auf, gell? Immer. Zeit durchzuschnaufen und zu genießen. Brigitte macht aus dem Oldtimer einen Picknickbus. Machen wir es uns schön. Dann habe ich noch eine kleine Auswahl an Würstchen mitgebracht. Oh. Also, greift zu. Ich mache das jetzt mit der Wurst hier wie bei der Weinprobe daheim. Von jedem ein bisschen was, dann schön durchprobieren. Mal schauen, wo mein Favorit liegt. So. Im Backhäusle schaut sich Uli währenddessen an, wie die Brote der Hofpraktikantinnen geworden sind. Worauf es ankommt, sind Form und Gewicht.
Perfekt, eigentlich perfekt. Super. Ja, also ich würde grundsätzlich alle drei einstellen, überhaupt keine Frage, weil alle ein totales Engagement geliefert haben. Aber nach langem Überlegen und Wiegen haben wir dazu entschieden, dass die Ingrid die Gewinnerin ist vom Brotbacken. Sie hat ein wunderschönes Brot gebacken, das ist total toll aufgegangen. Und was dazu kommt, das Gewicht ist perfekt, so wie bei den Kilobrote, wie bei den 500-Gramm-Brote. Was für die Beate spricht, sie war die Schnellste, aber die Pfundbrote sind fast zu klein alle. Ja, und die Alexandra hat ein Brot vergessen zu machen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Macht es mir natürlich ein bisschen einfacher. Also, ich habe mich entschieden, dass die Ingrid die Siegerin ist. Die zweite Siegerin, die Beate. Und die dritte Siegerin, die Alexandra. Warum habe ich nur 4 kleine Brote beim Backen gemacht? Genau die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich da stand und auf mein Brett guckte und sagte, verflucht, da kann jemand nicht bis 5 zählen und das bin ich, ja. Aber da war es dann vorbei. Es wurde am Schluss ein bisschen hektisch. Ich habe mich am Anfang ein bisschen zu sehr auf das gleichmäßige Formen verlegt und habe dann festgestellt, die anderen geben ganz schön Gas. Und da habe ich wohl Nummer 5 vergessen. Kann passieren. Auf ihrem Ausflug will Brigitte den Landfrauen zeigen, warum der Schwarzwald einst besiedelt wurde. Für Jahrhunderte wurden in der Region Mineralien und Silber abgebaut. Auf den Spuren der Bergleute geht es für die Frauen nun 160 Meter in die Tiefe. Ich kann hier aufrecht durch, das ist perfekt. So, also herzlich willkommen hier im Hauptschacht. Hier sind die Bergleute früher zur Arbeit gegangen. 28 Meter hier runter eingestiegen. Oben sind die alten Stollen aus dem 13., 14. Jahrhundert. Und wir sehen jetzt da oben dieses helle Gestein. Das ist ein Baritgang, der geht hier durch. Und in diesem Barit war Blei und Silber eingeschlossen. Ich habe das auch hier in der Hand, so ein Brocken, das sieht man schön. Dieser Erzgang, der da oben jetzt durchgeht, der ist verhältnismäßig jung, der ist erst 17 Millionen Jahre alt. Ja? Ja, das stimmt. Die Stufe habe ich alle gemacht. Oh. Da vorne haben wir wunderbare Kobalterze. Schön blau gefärbt. Und daraus hat man den blauen Farbstoff gewonnen. Und die Hauptabnehmer waren die Holländer. Denn die berühmten Delfter Kacheln sind mit diesem Blau aus dem Schwarzwald bemalt. Oh. Ja, da kommen die her. Ja? Wunderschön. Ja. Abstützen, das ist unsere engste Stelle hier im Berg. Ja, Vorsicht. Ja. Okay, na, da wollen wir da. Also, ihr Damen, hier haben wir die Werkzeuge der Leute, die im Mittelalter gearbeitet haben. Das ist das sogenannte Gezähe, das ist der Meißel, ja, und das ist der Schlägel. Und wenn der Hauer am Morgen früh zur Arbeit ist, hat er eine Schnur um den Hals. Ja? Und an dieser Schnur hingen 6, 7 oder auch 10 solcher Meißel. Denn die Spitze war ja nicht so toll wie heute, so ein tolles Eisen, gehärtetes Eisen. Sondern manchmal ist die Spitze halt nach 10 Minuten schon abgebrochen. Also ich finde es schon eine tolle Leistung, die wir das gemacht haben. Und dass wir da wirklich mehr wie Respekt vor denen haben müssen. Jetzt stellt euch mal vor, der Hauer muss hier 7, 8 Stunden am Tag so arbeiten. Das Brot, ja, bis wir da was wegbringen. Ich habe gedacht, das ist weicher, die obere Schicht. Ja, gib ihm Saueres. Hey, hey. Sagst, wenn die so weitermachen, machen die ihre ganze Stolle kaputt. Hä? Mama Mia! Bereitet inzwischen die letzte Aufgabe für die Hofpraktikantinnen vor. Seit Jahrhunderten lebt seine Familie von der Forstwirtschaft. Zum Rammsteiner Hof gehören 55 Hektar Grünland und Wald. Im Herbst bedeutet das viel Arbeit. In der Küche bekommt Brigitte nun Unterstützung von Ulis Schwester Erika. Also ich bin total entspannt, weil ich die Eri an meiner Seite habe. Und da kann ja eigentlich gar nichts mehr schief gehen.
Als nette Komplimente. Ja. Zum Abschluss des Tages soll es eine herzhafte Gulaschsuppe geben. Ein Lieblingsessen von Brigitte. Das Fleisch stammt natürlich von den eigenen Rindern. Ist auch in meine Schüssel leer. Ich habe jetzt hier die Flüssigkeit abgesiebt, dass ich das Fleisch ein bisschen größer angebraten kriege. Dann kriegt es einfach so ein bisschen mehr diesen Bratcharakter noch dran. Dazu kommen Zwiebeln, Speck und passierte Tomaten. Mit Rinderbouillon aufgießen, einen Schuss Rotwein dazu und dann eine Stunde garen lassen. Jetzt sind wir angekommen hier bei uns in der Weihnachtsbaumkultur. Eure Aufgabe besteht es darin, dass ihr von dem abgesägten Nordmannszahnerreisig schöne Bündel macht zum Verkaufen. Man schaut sich den Ast an und schneidet hier an diesem Kreuz ab, wo praktisch der Ast am breitesten ist. Ja? Dann legt man die so hin. Man darf dann auch mal die kurzen Stücke, wenn sie schön sind, dann muss man sie wegschneiden. Ja? Aber da gehst du nicht bis runter. Da willst du immer rechts und links. Genau, schaut immer am Kranz, immer an dem Zweig habe ich geschnitten. Okay. Ja, und dann. So, das Einfachste wäre jetzt natürlich, um die ganze Bündel rumzufahren. Ja? So. Aber das ist natürlich nicht schön, das ist nicht kundengerecht, sondern wir müssen. Durchfädeln. Durchfädeln praktisch durch die. Okay. Ja, das teilt. Also, jeder macht jetzt von euch macht 5 solche Bündel. So Kilo genau wie möglich, 5 Kilo. Mhm. Sauber geschnitten und gebunden, so wie ich es euch gezeigt habe. Ja? Also, ich fühle es mir schwer. Ja, doch. Mhm. Ah, ja. Man kann das hier schon lernen, was man sieht. Stromballen schätzen konnte ich noch nie. Und los geht's! Also es ist halt alles schräg, man muss aufpassen, dass man nicht ausrutscht, wenn es feucht ist. Man muss erst mal auf sich selber achten. Also ich habe immer gedacht, ich hätte Kraft in der Ärmel, aber mit dieser Rebschere war das manchmal schon ganz schön anstrengend, diese dicke Zweige da durchzubringen. Hat er verloren. Ja, Inge, das sieht echt gut aus. Richtig professionell machst du das. Ah ja. So, fertig. Alexander, gut. Ja, ich glaube, super geschnitten. 1, 2, 3, 4, 5. Passt, perfekt. Also, 3 neue Mitarbeiterinnen. Ja, recht herzlich. Danke. Zu euch immer gerne. Servus. Oh, hallo. Dich kennen wir ja. Na, ja, komm her. Von draußen vom Walde komm ich her. Ich hab euch gebracht einen Punsch, gar warm. Das ist ja keine gute Idee. Können wir dir was abnehmen? Natürlich, ja. Genial. Das Gefühle. Okay. Zum Wohl. Wieder was gelernt. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Das war wieder ganz Wohl, super. Ingrid. Das war echt was zum Dazulernen und mitnehmen. Das war eine schöne letzte Aufgabe. Ja, war super. Schön. Dankeschön. Ja, das ist natürlich schon klasse, wenn man in so einer etwas feuchtkalten Umgebung mit so einem leckeren Punsch verwöhnt wird. Das haben wir leider in unserem Alltag nicht immer. Und insofern genießt man das doppelt, wenn man hier wirklich so was Leckeres dann gebracht bekommt. Das würde ich mir öfter wünschen. Während es für die Frauen talwärts zum Aufwärmen und Umziehen geht, bewertet Uli die Arbeit seiner Praktikantinnen. 6,2. Ja, das waren hervorragende Waldarbeiterinnen, die würde ich alle 3 sofort einstellen. Ich habe sauber gearbeitet und habe auch im Gewicht, war ich überrascht, dass ich es so gut hingekriegt habe. Aber für mich war dieses Mal eindeutige Gewinnerin war die Alexandra. Die hat das Gewicht überall fast perfekt hinbekommen und war auch in der Zeit eine Nase vorne vor allen. Deshalb Platz 1 für die Alexandra. Dann die zweite und die dritte, die haben sich da gar nicht viel geschenkt, auch von der Zeit her nicht. Die Ingrid war eine Nuance langsamer wie die Alexandra, aber hat auch vom Gewicht her es einigermaßen hinbekommen, war ein bisschen mehr Schwankungen drin.
Und vom Gewicht her war die Beate jetzt nicht ganz vorne. Deshalb kriegt die Ingrid Platz 2 mit 2 Punkten. Und die Beate kriegt 1 Punkt. Nach einer Stunde Garzeit gibt Erika noch Paprika, Kartoffeln und Tomaten in die Suppe und lässt sie weitere 30 Minuten köcheln. Bin ich wieder da? Ja, hallo. Alles versorgt? Doch, die haben sich jetzt gefreut. Schön. Jetzt müssen wir unsere Suppetöpfe noch richten. Hm? Das habe ich schon ab und zu mal gemacht, dass wenn ich jetzt Gäste hatte, dass ich dann einfach einen Brottopf genommen habe, weil ich finde, dass das absolut authentisch ist und zu uns passt. Da kann schon viel was schief gehen, aber bei uns nicht. Gell? Für uns geht nichts schief. Niemals. Niemals. So, meine Damen, hereinspaziert in die gute Stube. Hi. Dann nehmt einfach Platz. So, Mädels, ich hab gedacht, dass wir vielleicht der Rotwein. Danke sehr. Dann spricht doch immer. Danke. Genau, alles klar. Gute Geister. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Also, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Auf einen wunderschönen Tag. Ja. Hast du gut ausgesucht. Mhm. Sehr lecker. Sehr lecker. Mhm. Ich darf euch jetzt einladen zur Gulaschsuppe im Brotmantel. Oh, richte mal an. Ja, das rundet den Tag. Das ist ja ab, oder? Ja. Ja. Oh, super lecker. Ja. Mhm. So, darf ich gerade bei euch beginnen? Dankeschön. Gib's mal weiter, oder? Das hat aber sehr nett angerichtet. Sind das jetzt die Brote, wo wir backen hin? Ja, ja, klar, natürlich. Hm. Speziell die, der Deckel ist weg. Und hast du sie vorher gewogen? Ja, natürlich. Dass wir alle die gleiche Portion trägen. Ich habe dann schon gemerkt, wir hätten gerne ein bisschen mehr Suppe hätten. Ah. Ja, ja, wir hätten ja auch nicht Biscuit vorher haben gesagt. Wir uns verraten, unbewusst, oder? Okay. Die Gulaschsuppe hat sehr gut geschmeckt. Sie hat auch richtig schönen Gemüseanteil. Das gefällt mir dann immer, wenn es jetzt so fleischlastig ist. Und das Brot war lecker, das war ja von uns gebacken. Da schmeckt es halt doppelt so gut. Ja, heute das letzte Mal, ne? Ja, mag ich gar nicht so drüber nachdenken, wie schade, gell? Ja. Ja. Und wisst ihr, was ich mir total wünschen würde und was ich am schönsten finde, weil ich sicher bin, dass es so kommt, dass wir einfach weiter zusammenbleiben, dass wir uns sehen, dass wir uns austauschen und unser Leben gemeinsam begleiten. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ja, das denke ich auch. Also, zum Wohl, gell? Zum Wohl. Alex auch. Zusammenarbeiten, zusammen genießen. Ja. 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 Ich fand es sehr gut, dass es einfach jetzt mal der Schwerpunkt auf den Arbeiten, auf dem Praktikum lag. Mal reinschauen in die Betriebe, mal anfassen. Das ist sowieso was, was ich sehr gern mache. Neue Erfahrungen sammeln. War klasse, war vielfältig, war bunt, war rasant. Hat richtig Spaß gemacht. Aber zwei Fragen sind noch offen. Wer ist denn nun die Siegerin der Hofmeisterschaft? Und wer wird den Preis überreichen? Ich habe die große Ehre, heute die Siegerin zu erklären. Okay. Okay. Und ich habe was dabei. Oh, dann pack mal aus. Obwohl wir doch schon alle gewonnen haben. Ja, ja, für mich seid ihr alle vier die Siegerin. Genau, für uns auch. So sehen aber wir wie das auch. Es im Spiel genau. Ist, einer muss gewinnen. Schauen wir mal. Ja. So, ich habe die große Ehre. So. Seid ihr gespannt? Ja. Ja. Also die Gewinnerin ist Ingrid Jaunik. Oh! Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Oh nein! Vielen Dank! Vielen Dank! Super! Wir sind alle Sieger, also, weil wir waren ja alle gut, denke ich. Und deswegen. Aber wenn man es dann doch so gesagt kriegt, freut man sich natürlich trotzdem ganz arg. Nach ihrem erkochten Sieg 2014 gewinnt Ingrid auch die erste Lecker aufs Land Hofmeisterschaft. Ja.
Zum Wohlsein. Zum Wohlsein. Lassen wir noch lange diese und uns freuen. Genau. So schön.